den 32 Jahre an. Wann sind Sie nach Deutschland gekommen? Ich bin seit 2 Jahren in Deutschland, im Dezember 2013. Dezember 2013, ich glaube, mit Flugzeug hatten Sie erzählt, ja, genau. Warum ausgerechnet Deutschland? Alle wollen nach Deutschland. Ich habe ein sehr positives Bild von Deutschland und Europa allgemein. Mhm. In Deutschland hat man sehr gute Chancen auf Beruf und Ausbildungsmöglichkeit. Ja, ja, okay, gut. Trotzdem war das ja am Anfang wahrscheinlich schwierig. Wie haben Sie sich da gefühlt nach Ihrer Ankunft in München, in Deutschland? Alles war neu für mich. Mhm. Ich kannte niemanden. Ich konnte kein einziges Wort Deutsch. Und das war für mich sehr, sehr schwierig. Okay. Deutsch ist ja insofern auch die Grundlage für viele Dinge, ne? Ja. Also einkaufen gehen, arbeiten gehen, Freunde finden. Sogar einkaufen. Ja, genau. Leute treffen. Sie haben dann, genau. Sie haben sehr schwer. Ich glaube, damals ein bisschen das kompensiert, viel Sport gemacht, viel gelesen. Damals habe ich viel Sport gemacht. Sport ist mein Hobby. Okay. Was machen Sie für einen Sport, wenn ich fragen darf? Fitness und das. Ah, okay. Sehr, macht mich ein bisschen ruhig. Ah, okay, alles klar, ja. Aber wie geht es Ihnen denn jetzt? Also Sie sind ja schon eine Weile hier und auch gut integriert, kann man sagen. Ich fühle mich sehr wohl. Mhm. Ich habe Arbeit, ich habe die Sprache gelernt. Ich kenne mittlerweile viele Leute. Okay, Sie haben auch eine Wohnung gefunden, glaube ich, ne? Ja. Das hat auch also von der Seite gepasst. Wie hat das mit dem Deutschland, wie ist das, wie ist Ihnen das gelungen? Wie kam es dazu? Ich habe durch Jobcenter einen Integrationskurs gemacht. Mhm. Und das war meine größte Chance. Der Kurs war 6 Monate. Danach habe ich die B1-Prüfung und den Einbürgerungstest. Ja, nochmal Glückwunsch. Genau. Wie ging es danach weiter? Also, nachdem mein Kurs fertig war, wollte ich unbedingt arbeiten, damit ich mich integriere. Ja, verstehe. Und ich habe nach einem Job gesucht. Mhm. Das Jobcenter hat mich die ganze Zeit begleitet. Und meine Arbeitsvermittler haben mich sehr, sehr unterstützt. Hier sitzt sie ja, Frau Haug. Sie haben sich ja damals viel beraten, auch zusammen, viel telefoniert, glaube ich, auch sind zusammen zu Arbeitgebern gegangen und so weiter. Das ist ja dann immer auch ein Stück weit, dauert eine Zeit lang, beziehungsweise genau, Sie müssen ja auch erstmal gucken, was Sie machen wollten. Wie sind Sie denn auf Ihre jetzige Stelle bei der Firma New Flag in München aufmerksam geworden? Oder wie ist es dazu gekommen? Wie haben Sie die gefunden? Das habe ich durch auch Jobcenter und meine Arbeitsvermittlerin mich oft begleitet. Mhm. Und das hat mir viel geholfen bei Job. So. Und dann gab es, glaube ich, einen Vermittlungsgutschein noch, ne, den Sie dort bekommen haben. Ich habe Vermittlungsgutschein. Das kommt auch von meiner Arbeitsvermittlerin, Frau Mochel und Frau. Okay. Und wie lange arbeiten Sie jetzt schon bei New Flag? Ich arbeite jetzt bei einer Firma für Beauty-Produkte. Okay. Mhm. Ich arbeite täglich von Montag bis Freitag. Am Anfang bei dieser Firma habe ich als Verpacker gearbeitet. Okay. Mhm. Und nach ein paar Monaten bin ich für große Bestellungen zuständig geworden. Mhm. Bei dieser Firma habe ich auch Staplerschein gemacht. Okay, okay. Ja. Und bei dieser Firma, ich bin zufrieden, ich arbeite gerne. Sie haben da, glaube ich, auch sehr viele Nationalitäten. Ich habe Sie ja besucht und da schwirren so viele Sprachen durch den Raum. Das ist wahrscheinlich auch ganz angenehm, oder? Dann, ja, natürlich. So, wir sind Multikulti war das. Multikulti. Oder ist das? Wir sind verschiedene bei der Arbeit, verschiedene Leute, verschiedene Religionen. Religion. Genau. Sie haben im Dezember 2014, glaube ich, die Stelle gefunden und haben sich da sehr schnell hochgearbeitet. Was Sie dort machen, haben Sie schon erzählt.
Und genau, Sie lernen aber auch, was machen Sie nebenher noch? Ich lerne 3 bis 4 Mal pro Woche weiter Deutsch. Okay, gut. Im Selbststudium quasi, also eigentlich? Im Selbststudium. Okay, Und nächstes Ziel, glaube ich, ist die B2-Prüfung, also nochmal einen Schritt höher zu gehen, um sich dann weiter zu qualifizieren auch. Genau. Vielleicht abschließend, was wünschen Sie für die Zukunft, Herr Assali? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ja. Aber es wäre schon, wenn ich eine Ausbildung oder ein Studium als langfristige Perspektive machen würde. In welchem Bereich würde Sie interessieren? Nach meinem Abitur habe ich in die Uni 2 Jahre in Damaskus Agrarwissenschaft studiert. Okay. Wegen dem Krieg konnte ich nicht weiter studieren. Okay. Gerne im Bereich, im technischen Bereich. Technisch. Vielleicht als Ingenieur. Ah, okay. Momentan geht es aber irgendwo auch ums Geld verdienen, ne? Das haben Sie ja. Meine Familie in Syrien. Ja, deswegen suche ich nach einem Job. Dann am Wochenende sogar nochmal. Ja. Und möchten auch, dass Ihre Familie nach Deutschland kommt. Außerdem möchte ich, dass meine Mutter und meine Schwester nach Deutschland kommen. Ja, ja. Also dann wünsche ich Ihnen ganz viel Glück und Erfolg für Ihren weiteren Weg hier in Deutschland. Schön, dass Sie heute hier sind. Jetzt nochmal Frau Stamnitz mit ein. Vielleicht können auch Sie sich kurz vorstellen, beziehungsweise Ihren Betrieb, die Hechtel Maler GmbH, kurz. In kurzen Worten, wir sind ein langjähriges, altes Malerunternehmen, immer schon mit dem Sitz in München. Und wir haben 3 Teilbereiche, also sprich den originären Malerbereich, den Malertechnikbereich und Malerseminare. Seminare dahingehend, dass wir eben Business-Kurse machen, Umgangsformen, Mitarbeiterschulen etc. Und in diesem Bereich haben wir uns jetzt in München eben etabliert und ja, sehen also in 3. Generation, glaube ich, schon Familienunternehmen. Ah ja, Sie beschäftigen ja bereits einige Flüchtlinge oder auch ein multikulturelles Team, kann man sagen. Wie setzt sich das zusammen bei Ihnen? Also in der Vergangenheit war es so, wie ich dazu gestoßen bin, waren es immer schon, wie Sie sagen, multikulturelle Mitarbeiter, also von Griechen über Italiener oder Österreicher, war also alles da. Okay. Und mittlerweile ist es so, dass wir einen Tibeter bei uns hatten, der aus Tibet geflüchtet ist und aus dem Kloster vertrieben wurde. Mhm. Dann haben wir 2 Auszubildende, beide kommen aus Afghanistan, sind beide sind beide, also ein unwahrscheinlicher Genuss, jawohl. Und jetzt ganz aktuell haben wir noch einen jungen Türke, aber der, also ja, fällt das nicht gar so in diese Masse der Flüchtlinge. Okay, genau. Aber und wie gestaltet sich so die Zusammenarbeit? Welche Erfahrungen machen Sie da im täglichen? Spannend. Also es ist insofern natürlich spannend, dass wir ja auch Urmünchner haben und diese Urmünchner jetzt mit den Flüchtlingen, das ist also eine ganz interessante Geschichte, auch sprachlich, denn der eine, der kommt also aus dem tiefsten, wo auch immer, sie verstehen sich dann oftmals nicht so wirklich, also da braucht es dann nochmal dort. Also die Münchner und die Niederbayern, oder? Ja, die haben die Österreicher an, genau. Nein, also unsere bis dato bereits etablierten haben mit offenen Händen unsere Neuzugänge aufgenommen. Ich habe den Eindruck, soweit ich immer dran bin, dass es ihnen sehr gut geht, dass sie sich sehr wohl fühlen und sie nehmen sie auch unter ihre Fittiche, also sprich, sie machen auch privat was, sie gehen zum Beispiel miteinander ins Fitnessstudio oder sie sind miteinander auf der Wiesn gewesen. Also die wir bereits haben, haben die neu dazugekommen sind, mit aufgenommen. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass es immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Also es ist schon ein Stück weit schwierig, weil natürlich, also bei mir zum Beispiel, ich bin so jemand, ich lange immer an. Und das muss ich mir einfach abgewöhnen, weil da ist ab und zu schon so ein Zucken gewesen, was will die jetzt von mir? Okay, das ist also eine Distanz. Ich muss ganz genau so ein bisschen und vor allen Dingen auch daran denken, wie Sie gesagt haben, die haben ja überall zu Hause Mama und Papa, die ihnen fehlen. Und wenn ich dazu zu nah dran bapp, ist das nicht so prickelnd. Also das ist schon so mit einer Geschichte, die ich lernen muss. Und ansonsten wachsen wir immer besser zusammen. Okay, nee, das hört sich gut. Aber Sie schildern ja auch, dass es doch vielleicht bei einigen gewisse Vorbehalte gibt oder auch, dass man über gewisse Hürden rüber muss und sowas. Warum sind Sie trotzdem offen gegenüber diesen Bewerbern, also gegenüber
Flüchtlingen als Auszubildende, als Malerhelfer etc. Also zum einen finde ich es persönlich spannend, zum zweiten, wenn ich in unsere Geschichte gehe, in die deutsche, gab es immer schon Flüchtlinge, auch wir sind mal geflüchtet, also bleibt es Jacke wie genudelt, ob von der einen Richtung oder in die andere geflüchtet. Dann, wie schon gesagt, haben wir ja immer schon ausländische Mitarbeiter gehabt. Und jetzt, also zum Beispiel der Tibeter, das war spannend, das war hochinteressant. Habe ich jemals jemand gehabt, der in einem Kloster gelebt hat, diesbezüglich, fand ich toll. Und wir wollen eine Ausbildung bieten und wir wollen eine gute Ausbildung bieten. Mhm. Und wir sind ja auch in diesem Bereich, der da gegründet worden ist, von der Innung ausgezeichnete Ausbildungsbetriebe. Okay. Und da habe ich eine gewisse Aufgabe, nämlich die Aufgabe, eine adäquate Ausbildung mit bestimmten Parametern zu bieten. Und wenn ich Auszubildende kriege, dann nehme ich mir die, egal welcher Konfession, egal welchem Land und welcher Farbe und Hintergrund. Können Sie das denn bestätigen, dass Sie besonders motiviert dann zu umgehen? Oder? Leider ja. Also das leider bezog sich auf die Nichtflüchtlinge. Ja, finde ich schon. Mhm. Mhm. Also, weißt du, wir haben zum Beispiel bei uns im Malerbetrieb sogenannte Kojen, für die, die sich nicht, das sind also so Übungsstätten, die man dann auch bei der Prüfung hat, wo sie also diese Sachen simultan machen können. Und die kamen schon und sagten, können wir Ausbildungsmaterial haben, können wir Übungskarten haben. Dann bietet ja, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, die Arbeitsagentur mit der Handwerk, mit der Innung, diese zusätzliche Schulung an, also zumindest unsere zwei. Genau, die gehen da zweimal, einmal die Woche hin, um praktisch die Defizite aufzubauen, weil die haben jetzt eine Zwischenprüfung, die haben Abschlussprüfung, das sollen sie ja schaffen und da brauchen sie zusätzlich noch eine Unterstützung. Und so, jetzt habe ich den Faden verloren. Wie war Ihre Frage nochmal? Ob die wirklich besonders leistungsbereit sind. Ja, genau, das so war's. Ja, finde ich schon. Absolut. Mhm. Also du meinst schon, die wollen sich integrieren, unbedingt. Wollen Sprache lernen. Ja, jetzt zum Beispiel am Samstag waren unsere zwei Lehrlinge, die jetzt dann Zwischenprüfung haben für den praktischen Teil, von den